Bereits zum zweiten Mal fanden an diesem Wochenende die Gartentage auf Schloss Schönborn in Heusenstamm statt. Also eine sehr schöne Ausstellung. Gell? So. Sehr angenehm, schön ein bisschen ruhig zum Entspannen. Fällt mir sehr gut und schon viele Anregungen da. Ich bin Kleingärtner schon seit 40 Jahren und dann guckt man immer mal, was Neues gemacht worden ist. Auch wenn das hier noch nicht so aussieht, gut 8000 Besucher kamen auf die Wiesen rund um das Schloss, um zu stöbern, zu schauen und zu staunen. Denn bei über 90 Ausstellern gab es so ziemlich alles für den Garten. Seltene Blumen, schöne Deko-Ideen und viel Kunsthandwerk. Ja, so zwei, drei Sachen interessieren schon. Ja. Ach, eigentlich mehr so Deko-mäßig, ne? Pflanzen jetzt nichts, da habe ich gar nicht so viel Platz. Mein Mann hat schon weggetragen ins Auto, ich habe eine Rose gekauft. Eine Reifrock-Narzisse habe ich gekauft, die ist wunderschön. Oh ja. Ist hier drin, voll. Die ist wirklich schön, sieht aus wie ein Reifrock. Nach so viel Shopping entspannt man am besten bei einem Kaffee oder Tee im Grünen. Und es gefällt mir alles gut und lässt zwischendrin die Angebote so ein bisschen abwechslungsreich für jeden etwas.